hier ist wieder euer Stahlverbieger. Das ist wieder die Blockette und wieder eure 5 Minuten. Ich wollte noch mal was sagen. Das ist mir irgendwann letztens schon mal aufgefallen. Das habe ich verpeilt. Ein ganz häufiges Problem bei Gitarren, die irgendeine Form von Vibrato- und Tremolo-System drauf haben. Tremolo ist ja eigentlich falsch. Tremolo ist ja eigentlich Lautstärke. Das wird fälschlicherweise immer so genannt. Das heißt eigentlich Vibrato-System. So, ein ganz häufiges Problem bei Riffs, die wir spielen, ist ja, dass wir ganz häufig mal abgestoppte Sachen spielen, also richtige Pausen machen oder auch abgedämpfte Sachen. Natürlich, eine Handbahn liegt hier irgendwo auf. Und ein häufiges Problem bei solchen Gitarren ist, dass bei Frequenzen, dass es oftmals, wenn wir ein A spielen, G und H, so diese Frequenzen, wenn wir in diesem Rahmen uns bewegen, und man schlägt mal, das könnt ihr mal ausprobieren, nehmt mal einen Powerchord oder einen G, A-Dur, nicht G-Dur, A-Dur, A oder H mal, in der fünften Lage auf der tiefen E-Seite, schlagt den mal an und macht mal ganz abrupt Pause. Finger von den Seiten und richtig stumpf Pause. Mit einer Vibrato-Gitarre natürlich. Ne? Und dann ist es ganz häufig so, dass ihr dann so ein ganz komisches Gescheppere hört. Hey, macht das denn, ne, so. Hey. Ein ganz komisches Geschepper, ganz hochfrequentes komisches Geschepper. Das hört man natürlich beim Spielen, wenn man abdämpft und so, ist das natürlich permanent irgendwie immer da. Das ist irgendwie immer da. Und man wundert sich dann, ey Mann, ich mach doch alles richtig, ich spiele so sauber, wie ich nur kann und ich gebe mir Mühe und hast du nicht gesehen. Das Geschepperre kommt von den Tremolo-Federn auf der Rückseite. Wenn man nämlich bei ganz bestimmten Frequenzen, und das ist meistens immer AH, so hier oben die Ecke, wenn man das anspielt, kommen durch die Resonanz die Federn in Eigenschwingung, ne, die werden quasi mit angeregt dann durch diesen Ton, das nennt sich dann Resonanzfrequenz, also wenn irgendein Gegenstand mitschwingt, ne, dann ist das deren Resonanz. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr irgendwie so spielt und es scheppern mal die Gläser irgendwo in der Vitrine, bei einem ganz bestimmten Ton ist das dann immer, dann ist das die Resonanzfrequenz. Ne? Und wenn man das mit dieser Resonanzfrequenz übertreiben würde, kann man auch Dinge kaputt machen. Das klappt sogar sehr gut. Diese Federn hier hinten, die haben eben halt auch diese Resonanzfrequenz. Liegt dummerweise genau bei diesen Tönen, die man auch noch sehr häufig spielt, witzigerweise. Dem könnt ihr Abhilfe schaffen. Ihr macht dieses Fach hinten auf, das ist ja immer meistens mit so einer Abdeckplatte. Und dann nehmt ihr einfach ein Stück Tuch, das kann auch Toilettenpapier sein oder so. Ich nehme immer ein bisschen Tuch, weil es ein bisschen weicher ist und sich so ein bisschen mehr anpasst. Und das schiebt ihr unter diese Federn. Ne, dann ist die Funktion der Federn nicht, ne, die werden dann ja nur ein bisschen berührt, die Funktion der Federn ist dann nicht weg oder so oder auch nicht beeinflusst, aber das Geschäppere ist weg. Ne, man kriegt diesen Ton dann weg. Also ich finde das, ich habe das bei allen Gitarren gemacht, wo ich ein Tremolo-System dran habe oder Vibrato-System. Das wirkt Wunder. Und auf einmal, wenn man dann abgestoppte Sachen spielt, ist es auch abgestoppt und nicht noch irgendwie so ein Gebollere da. Andere Gitarristen, da wurde ich letztens auch zugefragt, da war so eine Frage, die habe ich nicht ganz verstanden. Weswegen einige Gitarristen die Saiten abklemmen. Ich glaube, das ist damit gemeint. Viele Gitarristen haben hier oben so ein Haarband, nehmen die denn meistens, oder so ein, ja, irgendein Band drumherum. Das machen sie auch aus diesem Grunde, damit... Also mehrfach. Einmal möchten sie nicht, dass diese Saiten hier oben ein Geräusch macht, was ich teilweise aber gar nicht so unschlau finde zur gesamten Tonentwicklung. Da kann man geteilter Meinung drüber sein, ob das Sinn macht, die Saiten hier abzudämpfen. Viele machen das aber, dass sie hier so ein Gummi haben, das dann rüberschieben über den ersten Bund, wenn sie so Tapping-Sachen oder sowas spielen. Weil beim Tapping hast du immer oder hat man immer das Problem, dass die Saite ja, wenn ich jetzt hier jetzt rauf tappe, ne? Auf diese Seite, denn schwingt die Seite nicht nur in diese Richtung, sondern sie schwingt auch in diese Richtung. Hier kommt auch ein Ton raus, was links von der, ist ja klar, ne? Wenn ich hier, da kommt auch ein Ton raus, ne? Und das kann dann auch ne, auf die Pickups irgendwie als Nebengeräusch, das kann doch schon mal irgendwie übertragen werden. Und deswegen schieben einige Leute hier so ein Tuch rüber, dass das dann so groß, grob nach dem Sattel hier auf den Seiten liegt. Und dann können die Stellen hier schon mal nicht mehr schwingen. Und wenn, dann hört man vom Tapping eben halt wirklich nur das, was man mit den Fingern auf den einzelnen Saiten macht. Das benutzen ganz viele Leute. Das hat diesen Grund. Sie klemmen die Saiten in dem Sinne nicht ab, sie dämpfen sie dann ab. Ne? Das kann man durchaus machen. Ist natürlich so, dass man dieses Ding dann auch wieder wegschieben muss. Also wenn man
das im Live-Spiel einsetzen will, dann muss man also echt fit sein. Ne? Also man kann ja nicht mal eben tappen und dann spüren wieder irgendwelche Akkorde, weil dann wäre dieses Band daneben. Das muss man auch ganz schnell wieder wegschieben und so. Muss man eben halt, ist nicht ganz einfach damit umzugehen. Ich benutze es irgendwie, bei mir, weiß ich nicht, das hat sich das noch nicht so richtig ergeben. Ne? Man kann sicherlich auch eine sehr saubere Spieltechnik hinkriegen. Das hat natürlich ein bisschen mehr mit Üben zu tun. Aber manchmal ist es vielleicht bei Extrem-Sounds auch einfach nicht zu vermeiden. Dann kann man es gar nicht mehr so sauber spielen. Das geht gar nicht mehr. So, das wollte ich mal losgeworden sein. Also, das ist, wenn es mal klappert irgendwo und ihr wundert euch, was ist das bloß? Sind es die Tremolo-Federn?